Hallihallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir sind hier immer noch in Forli und ich habe jetzt mal vor, in dieser Folge hier endlich diese reparierte Erinnerung, wie sie auch da angezeigt wird, links mal zu starten. Da bin ich echt mal gespannt, was das ist. So, Ezio, renn da mal geschwind hin. Bloß nicht wieder ablenken lassen. Da sind wir zwar ja echt bekannt für. So. Ich gucke auch nicht nach links und rechts. Da ist zwar ein Rennen, aber das reizt mich mal so gar nicht. So. Da ist auch schon der Erinnerungsbeginn. Gehen wir mal ganz schnell da rein. Weit vom Stamm, die Abtei im Sumpfland der Romagna. Nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. So, okay. Dann starten wir das Ganze mal. Klar, wir wollen unseren Edelapfel doch zurückhaben. So. Hier sind jede Menge Wachen. Kommt man denn da irgendwie unauffällig hin? Wahrscheinlich von hinten. Deswegen gehen wir mal hier in die Plörre. Oh, wollte gerade sagen. Aber sehr ganz schön hart, das Wasser hier. Aber es ist nicht sehr tief. Das ist der Grund. So, gucken wir mal. Hier sieht uns erstmal keiner. Gehen wir mal hier hoch. Ach, hier waren wir schon mal. Genau, so eine Kiste haben wir schon mal geöffnet. Ezio, du Ich müsstest. glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Hallo, geh, halt dich doch da fest. Ach, Ezio. Er macht es nicht. Jetzt aber. Er macht es nicht, okay. Hier vielleicht. So, brav. Na, der kommt nicht hier hin, der Gutste hier. Ah, doch. Das ist aber nett. Ach, wie nett. So. Holen wir uns noch schnell das Federchen hier. Hep. Ganz unauffällig nur mal eben runterhängen lassen. So, ansonsten kann man denn von hier oben eine schöne Aussicht. Da hat doch was gelb geleuchtet, oder? Okay. Dem Mönch helfen. Oh, okay. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo. Im Kloster. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Geht in Frieden. Das tue ich immer. So, und halt uns bitte nicht nochmal für blöd, ja? Danke. So, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ist das denn hier weit entfernt? Ah, okay, jetzt kriegen wir erstmal diesen Datenbankeintrag. Na, hier ist einiges zu lesen. Macht eine Pause, wenn ihr es lesen wollt. So, wir schließen das Ganze. Dann gucken wir jetzt mal auf die Karte, bitteschön. Ja, wir müssen wieder in die Stadt rein. Setze ich mir hier gerade mal den Marker am Stadttor, damit ich das auch finde hier. So, war denn hier vielleicht noch eine Truhe? Nein. Ach, und die haben sie auch schon weggeräumt hier. Das ist sehr praktisch. Schleichen wir uns mal aus dem Rücken raus, aus dem Sperrgebiet. So, dann lassen sie uns auch hoffentlich in Ruhe. Genau.
Sie habe nichts bemerkt. Dann machen wir uns wieder auf die Brücke zurück zum Stadttor. Renizio. Dass es hier auch keine Leihpferde gibt. Mann, Mann, Mann. Oh, wir müssen uns weiter rechts halten, Ezio. Immer schön auf die Karte gucken. Renn, renn, renn. Da haben wir auch schon das Tor. Ja, da steht das Pferd vor. Schönen Dank auch. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Dann markieren wir uns das doch mal hier. Da haben wir noch einen Herold. Und wir gehen in die Stadt rein. So, was bewacht ihr? Bestimmt schon, was ich mir längst geholt habe. So, hier sind wir am Kloster. Und hier darf ich mich jetzt mal umsehen, ja? Da kommen Wachen. Aber das war ja kein Sperrgebiet, was hier angezeigt wurde. Da haben wir ihn doch. So, gehen wir doch mal hier langsam rein und tauchen mal hier unter bei den Leutchen. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Na, schönen Dank auch. Checkpoint erreichen. Was soll ich? Santa Croce, bitte verschont mich! Personen rammen? Lasst mich in Ruhe! Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun! Den Abt einfangen. Okay, das war der Falsche. Dann gehen wir hier ihn holen. Bleib mal bitte stehen. Nein, nein, nein. Ja, ja. No. Oh, Himmel. Was rennt der denn hier so zickzack? Er nimmt immer den Falschen. Ezio, du Spacko. Das frage ich mich auch, was hier nicht stimmt mit Ezio. So. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Bitte, nein. Ich will nicht sterben. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. So, dann wissen wir doch jetzt, nach wem wir suchen müssen. Girolamo Savonarola. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 12 beendet. Okay, okay. Das war also die reparierte Erinnerung. Wenn das jetzt beendet ist, heißt das, ich darf an diesem reparierten Erinnerung, was ist dieses Assassinensiegel? Hey, ich glaube, ich habe die Erinnerung nicht mehr ran. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Gucken wir mal, was kommt denn jetzt? So, Sequenz 13 wurde repariert. Neue Erinnerungen sind jetzt verfügbar. Ah, okay, okay.
Und wir sind wieder in Florenz, 1497. So, genau, da sollten wir ja nach dem guten Mönch suchen, dessen Namen ich jetzt nicht mehr aussprechen kann, ohne es ablesen zu können. So, Ezio, da bist du. Hier zuckelt aber alles. Komm auf die Karte. Ist da auch so ein Assassinengrab, so ein repariertes? Nein, hier sind ganz viele Schätze noch auf der Karte. Noch ein paar Aussichtstürme, zumindest einen sehe ich noch hier. Aber da macht es erstmal keinen Sinn hinzugehen. Denn wir haben ja direkt den Erinnerungsanfang vor der Nase. Deswegen machen wir den auch jetzt. Zack. Machiavelli im Bezirk Oltrano von Florenz treffen. Okay. Dann zeig mich, wo ich hin soll. Dann treffe ich mich. So. Also, die lassen einen jetzt schon nicht mehr rein. Wenn Gero ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Momentchen mal. Was habe ich denn für einen Umhang an? Kann der mir vielleicht weiterhelfen? Inventar. Monturen. Hatte ich nur den Medici-Umhang und den venezianischen? So, ja, Medici-Umhang. Der hilft uns doch hier in Florenz weiter. Dann zieh den bitte schön an. Ach, der Umhang kann nicht gewechselt werden. Das ist aber doch kacke. Dann sollte ich also versuchen, hier unerkannt reinzukommen. Muss ich mich jetzt da durchmetzeln? Ach komm, was soll's. Dann machen wir das mal. Guten Tag zusammen. Na, kommt her. Lang nicht mehr mit ein paar Wachen gespielt hier. Zack, zack, zack. Schnetzel, Schnetzel. Er rennt weg. Okay. Würdest du dich mal hinlegen? Danke. Damit ich dich mal ein bisschen plündern kann. Der da hinten hebt noch den Arm. Das ist aber nett. Ich komme auch gleich zu dir. Ezio. Du sollst den Typen hier plündern, nicht aufsteigen. Ich dachte, die hätten vielleicht noch ein bisschen was Interessantes dabei. Was machst du hier? Stabile Seitenlage übst du, oder was? So, 5 Florin. Ich glaube, mir wird schlecht. Denn vielleicht noch irgendwer ein bisschen Medizin oder so dabei? Oder andere Gegenstände wie Wurfmesser, die ich gebrauchen könnte? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier in den Erinnerungsstart. So, Machiavelli auf der Brücke in Oltrano treffen. Okidoki. Brücke hört sich hoch an. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Okay, okay. Mir ich geht's verstehe ja nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Hübsch sieht's hier auch irgendwie nicht mehr aus. Was hat der Mönch denn hier alles so gemacht? Lagt euch etwas, Freund? Er wirft uns einfach raus. Sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Jetzt! What? Was hab ich getan? Was ist euer Problem? Ich bin da nur hier lang gegangen. So. Unbescholtene Bürger hier einfach angreifen. Geht's noch? Ach so, okay, ich sehe schon. Es wird nach mir gesucht. Wie weit ist das denn hier noch? Ah, wir müssen ganz hier zum Ende der Stadt. Das ist ja ein Ding. Dann. Was zuckte das Bild hier so? Sogar Botticelli ergreift Partei für das Monster. Das muss Zauberei sein. So. Mal hier durch. Da sind aber Wachen.
Buchverbrennungen, Verhaftungen, Pausen. Kann man auch wachen, dann gehen wir doch hier lang. Florenz sollte als Mahnmal gegen solche Ignoranz stehen. Und doch sind wir wieder mittendrin. So, jetzt haben wir uns hier festgesetzt, oder was? Aber hier geht's noch ein Stückchen weiter. Da ist die Brücke. Da müssen wir rauf. Dann bin ich natürlich hier jetzt ziemlich ungeschickt gegangen. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Los! Ach, jetzt kommen sie wieder an. Dazu, fass ihn, dort! Hallo? Lass mich mal fein in Ruhe. So, mach sie fertig, Ezio. Hallo? So, Schnitzelschnatzel. Autsch, autsch. Stirbt schnell, Capito. Boah, wie viel kommen denn hier noch? Ich habe in einer Viertelstunde einen Termin. Jetzt! Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Ja, zwei gleichzeitig. Wie soll ich das schaffen? Na, kommt noch so ein Metzger an. Auch nicht schlecht. Haltet eure Stellungen, wie es euch beigebracht wurde. Oh, ich nutze nur feinste Worte. Autsch. So, der ist weg. Du bist weg. Bloß hier von dem Hackebeilchen erstmal wegbleiben. Der Ruhm gebührt mir, dem großen Assassinen. So, der hält sich zum Glück auch selber ein bisschen zurück, wollte ich schon sagen. Ich wollte doch ausweichen. Wieso weicht er denn nicht aus? Ja, ey. Immer weiter drauf, Ezio. Wartet auf den Fehler. Fehler? Was für Fehler? Ezio macht keine Fehler. Könnt ihr lange warten. So. Au. Himmel, was macht's ihr denn hier? So, warte mal grad. Na? So. Dürfte ich auch mal zu einem Tänzchen bitten, bitteschön. So, dankeschön. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du ahnst es noch. So, mit der Axt kriegen wir doch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ach, da kommen wieder neue, okay. Ezio, werd ich mal anständig. So, lecker. Nee, bitte nicht mit der Faust. Komm. So. Das sieht auch schick aus hier. Wunderschön. Das Beilchen steckt noch. So, ich setze mich mal hier hin. Bin ich dann anonym? Nein, bin ich nicht. Kann ich hier irgendwie anonym werden? Denn ich würde die Folge hier gerne beenden, bevor die doch zu lang werden sollte. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Auf eine Bewertung würde ich mich sehr freuen, beziehungsweise über eine Bewertung. Haha. Okay, ich würde sagen, ich mache hier Schluss und ich freue mich mit euch, die nächste Folge zu starten. Bis dann. Ciao.